Also, Heidi hat gefragt, wie sieht es international aus? Wie schnell werden diese ganzen Sachen angenommen? Kooperationen, Regierungen, wie sehen Firmen und so weiter mit dem Ganzen aus? Ich glaube, dass man das immer ein bisschen aus einer Risiko-Nutzen-Sicht für diese Firmen sehen muss. Warum geht Google nicht her und macht da tiefere Analysen? Ich glaube, man sieht es zum Beispiel an IOTA zurzeit recht gut. Ich glaube, dass diese großen Firmen einfach hergehen und Partnerschaften mit unterschiedlichen Kryptofirmen schließen, einfach weil sie relativ wenig, recht wenig Zeit verbrauchen damit, aber halt irgendwie drinnen sind. Und ich glaube, dass einfach zurzeit es noch keine Firma wirklich geschafft hat, ein Problem wirklich zu lösen. Glaube ich einfach noch nicht. Und deswegen hat noch keiner dieser großen Giganten zugeschlagen. Wir zum Beispiel bei Tenex haben bisher Kaufangebote für knapp 100 Millionen bekommen, aber noch nicht für deutlich mehr. Und das zeigt, dass wir eher Übernahmekandidaten sind von Firmen, die einfach ein bestehendes Modell mit uns ausweiten, aber nicht Angst haben, dass wir derzeit deren Modell komplett disrupten, also komplett irgendwie aus der Bahn werfen. Und ich glaube, dass das weltweit noch ganz viele Firmen so sehen. Ich glaube aber, dass wir in den nächsten 3 Jahren einige Übernahmen sehen werden, wo dann große Player hergehen und sagen, okay, das geht mir jetzt zu schnell, das geht mir zu weit, den kaufe ich jetzt. Und das wird definitiv kommen, aber ich glaube auch, dass Staaten und dass einige Firmen genug Forschung auch heute machen. Ich sehe sie überall. Ich sehe es in Österreich. Ich weiß, dass in Wien immer wieder Sachen für die Blockchain gepusht werden. Ich weiß, dass es in Deutschland passiert. Die Schweiz ist ja da so immer so ein bisschen ein Vorzeigekandidat, vor allem nach außen hin. Inwieweit es innen zurzeit bei der Schweiz ist, ist immer ein bisschen eine andere Frage. Da ich glaube, dass die Schweiz da recht gut im Marketing ist. Man sieht es aber auch weltweit. Man sieht es in Asien, man sieht es auch in Amerika. Also ich glaube, dass da schon mehr passiert, als sich manche oft vorstellen. Aber viel passiert halt noch unter der Oberfläche. Und ich glaube auch einfach, dass niemand weiß, wie die perfekten Lösungen aussehen werden. Und jeder probiert halt rum, oder? Und das glaube ich aber auch, das ist ein echt perfekter Zeitpunkt für uns alle. Denn durch dieses Rumprobieren haben wir auch so ein bisschen die Zeit und die Flexibilität, da ein bisschen ja, rumzuschustern und ein bisschen rumzuschauen. Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Super. Danke.